Hi, mein Name ist Friedjof Meissner. Ich bin Pfarrer in der Kirchengemeinde Neckar-Elz und Diedesheim. Ich bin Pfarrer in Schemberg. Ich bin Pfarrerin in Freiamt im Badischen. Mein Name ist Friedhelm Bokelmann. Ich komme aus Eppingen, bin dort Gemeindepfarrer. Meine Kirchengemeinde, die geht schon seit vielen Jahren aufs Konfi-Camp. Ich selber bin dieses Jahr zum dritten Mal dabei. Mit dem Konfi-Camp ist ein Highlight im Konfi-Jahr gleich am Anfang. Weil dann die Konfis sich mal gegenseitig kennenlernen können, in einer Gruppe zusammenfinden können und es einfach ein schönes Zusammenwachsen ist von einem verlängerten Wochenende. Da wird schon ganz viel angestoßen, da wird Neugier geweckt, da kommt die Gruppe zusammen. Und es entstehen auch schon ganz gute Beziehungen zwischen Teamern und Konfis, zwischen Pfarrer und Konfis und das finde ich total genial. Ein Vorteil am Konfi-Camp sehe ich für uns als Gemeinden, dass wir auch als Pfarrer, Pfarrerinnen dorthin kommen können und wir nicht in der Hauptverantwortung fürs Programm sind. Wir allein als Kirchengemeinde könnten das gar nicht alles so logistisch stemmen. Und so können wir uns einfach auf die Konfis, auf die Teens einlassen. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich habe Zeit für die Begegnung mit den Konfis, mit denen ich dahin fahre. Es ist einfach ein ganz anderes Miteinander und das ist so wichtig, weil Glaube ist für mich auch was sehr Persönliches. Mein Highlight hier auf dem Konfi-Camp ist Mr. Choi. Ich mag Zaubertricks und finde das cool, dass er das mit so einer Message und so viel Tiefgang verknüpft. Das ist für viele Teens was Unvergessliches. Die Challenge am Samstag ist echt immer ein Highlight. Und mit ganz vielen Stationen und sehr aufwendig, die Jugendlichen an ihre Grenzen geführt werden. Die Konfis, die wachsen über sich heraus, trauen sich Dinge außerhalb ihrer Komfortzone. Unterwegs haben wir gute Gespräche, das verbindet, was man da miteinander erlebt. Ich erinnere mich an eine Aussage von einer Konfirmandin, die mutig war und einen Sprung gewagt hat und dadurch auch über sich selbst hinausgewachsen ist. Und ich glaube, das hat mit ihrer Persönlichkeit auch was gemacht und mit ihrem Selbstbewusstsein. Das finde ich auch stark. Und das sind einfach grandiose Momente, wenn man sieht, dass sie sich weiterentwickeln und sich aus ihrer Komfortzone raustrauen, was anderes, was Neues probieren und da Schritte nach vorne gehen. Am Ende vom Konfi-Jahr, kurz vor der Konfirmation, machen wir immer einen Rückblick auf das, was war und was wir miteinander erlebt haben. Und das Konfi-Camp, das wird in 90% der Fällen als erstes genannt. Obwohl das dann schon viele Monate zurückliegt, erinnern die sich so gerne an die Zeit zurück.